Ja, gut, aber jetzt geht aber von gestern erzählen. Wieso hat er einen Kabilsau gefangen? Und der, wieso hat er einen Kabilsau gekriegt und der Dr. Becker hat einen Haufen gekriegt? Ja, warum? Das war ganz einfach. Die Wildsau haben einfach angehangen, da haben sie schön gehaut. Da waren null. Gar was aber. Dann sind sie rübergekommen, rüber ins Eschbeloch. Praktisch Richtung Ramsa. Und da, wo die das Holz gemacht haben, das fehlt am Fleckefritz, sein Grundstück. Mhm. Und die sind einfach wie Brombeer gewachsen, wie arg. Nicht? Und die ziehen jetzt halt ein Dach auf, beinahe, wie da hin. Mhm. Und da sagt der Gott wieder, die Sauer sind da hin. Die sind da rein, haben sie gesehen drin. Haben sie nicht rausgebracht. Haben sie nicht rausgebracht. Sagen, da ist ein, da ist ein, da ist ein. Wie sie fertig war, hat der Gott gesagt, ich habe 20 Stück sehr leicht da in dem Ding. Steck gar nicht auf. Hm. Ich hatte das geil. Da müssen wir auch nochmal herkommen. Ich habe einen Hund dabei, gerade praktisch Schaden verwundet. Ne? Mhm. Muss einen Schaden verwundet haben. Wird der Hannes was gekriegt? Ja. Der Hannes? Die Grüne Wasser, der? Gibt einen Schlüssel. Die Grüne Wasser, Hannes? Gar nichts. Nichts? Ich bin leer, haben. Ist das auch schon Gott hat sich kaputt gelacht. Das ist so noch. Sag jetzt mal, ich hab genug gesehen. Gottfried ist der Brechel, oder? Ja. Ja, okay. Ich hab genug gesehen.